Als erste Vortragende eröffnete Christa Bruckner-Haring den heurigen Unitag am Institut für Musikpädagogik Graz. Sie entführte die Zuhörerinnen und Zuhörer unter anderem in die Welt der traditionellen kubanischen Musik und ihren besonderen Einfluss auf verschiedenste Stilrichtungen des Jazz. Was verstehen Sie heute unter dem Begriff einer Komposition, wenn es um Komponieren mit Kindern geht? Mit diesen Modellen... Komponist Helmut Schmiedinger oblag der zweite Block, im Zuge dessen er den Lehrerinnen und Lehrern verschiedenste Kompositionsansätze für den Unterricht vorstellte, welche man auch sogleich gemeinsam ausprobierte. Was macht denn jetzt das rechte Knie? Was macht denn jetzt das rechte Knie? Nach der Mittagspause präsentierten Viktoria Reutner und Martin Pichler die von allen mit Spannung erwartete neue Publikation aus der Reihe der musikpädagogischen Schriften mit dem Titel Sing and More. Der von den Hauptverantwortlichen interaktiv gestaltete Vortrag bereitete allen Beteiligten ersichtliche Freude. Sei still und hör zu, was ich zu sagen habe. Studiendekan Bernhard Gritsch beschloss mit seinem Vortrag über die Pädagoginnenbildung neu einen ereignisreichen und informativen Fortbildungstag in der Reiterkaserne.